Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne mal ein neues Spiel vorstellen, beziehungsweise was ich mir halt vor kurzem aus dem PlayStation Store gezogen habe. Die Rede ist hier von Splitgate. Wahrscheinlich haben die wenigsten von euch mal was von diesem Spiel gehört, also naja, deshalb möchte ich euch halt gerne dieses Spiel heute mal zeigen und warum ihr euch Splitgate mal herunterladen solltet. In erster Linie fragen sich wahrscheinlich die meisten so, was zur Hölle ist denn das überhaupt? Um es kurz zu fassen, es ist ein ganz normaler Ego-Shooter. Naja, normal jetzt nicht unbedingt, also kein 0815 Ego-Shooter, sondern einer, der wirklich Potenzial hat, meiner Meinung nach. Denn Splitgate besitzt so ein Gameplay-Element, was bis jetzt kein mir bekannter Ego-Shooter bisher hatte. Aber auf das Feature komme ich nachher nochmal zu sprechen. In Splitgate spielen wir einen Charakter, den wir ebenfalls wie in vielen anderen Games individuell mit Skins anpassen können. Natürlich können wir uns auch hier Skins im Shop kaufen, aber dazu auch nochmal später mehr. Und bevor ihr jetzt fragt, nein, Splitgate ist kein Fortnite oder Warzone-Nachmacher. Bedeutet so viel, es hat keinen Battle Royale-Modus, soweit ich weiß. Okay, ja, es gibt einen Battle Pass und ja, es gibt auch Lootboxen, aber bis jetzt kann man sich das alles kostenlos erspielen. Bedeutet also, für den Battle Pass sowie für Lootboxen müsst ihr also kein Echtgeld ausgeben. Das ist für mich schon mal ein sehr positiver Punkt, woran die Entwickler hoffentlich dran festhalten. Denn genau das ist es, was die Motivation der Spieler antreibt, dieses Spiel auch weiterhin zu spielen. Und das ist ja alles schön und gut, denken sich die meisten von euch jetzt. Aber was ist denn überhaupt mit dem Gameplay? Wie bereits erwähnt, ist es ein Ego-Shooter, oder besser gesagt ein Multiplayer-Ego-Shooter. Wir haben hier verschiedene Spielmodi, die wir unter anderem auch aus anderen Games kennen, wie zum Beispiel Call of Duty. Da wäre unter anderem auch der altbekannte Modus Team Deathmatch. Hier aber haben wir kein Klassensystem, sondern ein ganz normales Waffensystem. Bedeutet also, ihr könnt mit jeder Waffe spielen, die ihr wollt, ohne dass sich das irgendwie auf eure Fähigkeit auswirkt. Und zu den Fähigkeiten kommen wir jetzt. Neben den Waffen besitzen wir ein Jetpack, mit dem wir ähnlich wie in Black Ops 3 über Hindernisse oder Gegner fliegen können. Aber das ist eigentlich nicht das überragende Element, was Splitgate eigentlich so interessant macht. Denn neben dem Gunplay und dem Jetpack besitzen wir die Möglichkeit, Portale zu setzen. Ihr denkt euch jetzt so, Bro, klingt total langweilig. Ich kann euch sagen, es ist doch eine ziemlich gute Idee. Denn jeder Spieler hat die Möglichkeit, zwei Portale zu setzen. Dies geht aber nur an bestimmten Punkten der Map. Die Idee dahinter ist halt einfach, sich schnell von A nach B teleportieren zu können, um zum Beispiel vor Gegnern flüchten oder ihn sogar aus dem Hinterhalt anzugreifen, also angreifen zu können. Denn die Portale dienen nicht nur zur Flucht, sondern sie sind ebenfalls wie ein kleines Schussloch. Bedeutet also, geht ein Spieler durch ein Portal, könnt ihr ihn immer noch durch das Portal töten. Meiner Meinung nach entstehen dadurch sehr viele Möglichkeiten, seine Gegner zu erledigen. Ich persönlich habe die Technik bis jetzt kaum genutzt, da ich mich erstmal aufs Gunplay fokussiert habe. Dazu kann man aber sagen, es fühlt sich ein bisschen an, als würde man Halo spielen. Warum das so ist, hat tatsächlich einen guten Grund, aber dazu später mehr. Von sich an ist das Gunplay aber sehr spaßig. Das Movement ist recht fix und auch das richtige Gefühl für die Waffen hat man schnell raus. Das einzige, was ich mir noch wünschen würde, ist, dass man vielleicht noch sliden könnte. Ist jetzt kein Muss, aber ich glaube, es würde das Movement noch schneller machen. Bis jetzt bin ich mit dem Spiel aber sehr zufrieden, da ich tatsächlich noch nicht das Gefühl hatte, von dem Spiel genervt zu sein. Die Runden haben bis jetzt immer gut Laune gemacht und auch der Loot in den Lootboxen waren auch immer sehr fresh. Im Großen und Ganzen sehr stabil. Aber auch noch was zur Entwicklung des Spiels. Ich sehe es als verdammt wichtig an, diese Info hier noch mit reinzupacken, denn ihr werdet nicht glauben, was bei den Entwicklern abgeht. Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert und habe Folgendes rausgefunden. Das Spiel kam erstmals am 24. Mai 2019 raus und war zuerst nur für den PC und Spiele auf Steam zugänglich. Aber seit ein paar Tagen ist es nun auch für die Konsole draußen. Zur Entwicklung des Spiels muss man aber auch noch was ganz Wichtiges sagen. Haltet euch fest, Leute. Dieses Spiel wurde von 4 Leuten entwickelt. Von fucking 4 Leuten. Ich weiß nicht ganz, ob diese Info stimmt, aber ich gehe mal davon aus, da die Quelle, wo ich die Info her habe, sehr zuverlässig ist. Aber einfach 4 Leute haben dieses Spiel entwickelt. An der Stelle muss ich einfach sagen, fettes Lob an die Entwickler. Wenn ihr auch meiner Meinung seid, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Freshgate. Aber die Entstehung des Games ist auch sehr interessant. Laut Wikipedia hat der Gründer des Spiels damit angefangen, dieses Spiel als Schulprojekt zu entwickeln. Er war angeblich auch sehr von dem Portal-Spiel inspiriert und dachte sich halt so, okay, die Portal-Mechanik, die würde sich auch gut in anderen Spielen umsetzen oder würde sich halt gut da machen, wo er wiederum recht hat. Ebenfalls waren die Entwickler laut einer anderen Quelle auch ziemlich große Halo-Fans, weswegen sich das Gameplay halt auch so danach anfühlt. Man muss einfach dazu sagen, die Entwickler haben richtig gute Arbeit geleistet. Ich gönne denen das einfach so sehr, dass dieses Spiel jetzt auch für die Konsolen draußen ist. Ich hoffe wirklich, dass Splitgate auch noch in der Zukunft mehr Zuwachs an Spielern bekommt.
denn meiner Meinung nach kann sich das Spiel mit Fortnite und ähnlichen Titeln sehr gut messen. Mich würde es echt freuen, wenn ihr dem Spiel einfach mal eine Chance gebt und es austestet. Von der Sache her ist es kostenlos, nur auf der PlayStation wird eine kleine Gebühr von 25 Cent verlangt. Wer die nicht hat, der kann einfach im PlayStation Store weiter unten das Storeland ändern, zum Beispiel auf Rumänien, und Splitgate dann wirklich for free herunterladen. Aber auch hier muss man sagen, dass das Spiel noch in der Beta-Phase ist und somit bestimmt noch öfters Content-Updates bekommen wird. Vielleicht werde ich auch in naher Zukunft noch ein paar Videos zu Splitgate machen, ist ja immer ein geiles Spiel. Und an der Stelle hoffe ich einfach, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Spiel geben. Und wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und denkt dran, wenn euch das Game gefällt, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Freshgate. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Leute, und haut rein.